Jeder hat einen anderen Erfahrungsschatz und damit einen anderen Blick auf die Dinge, die uns umgeben. Kommt man in eine Gruppe von Menschen, dann gibt es automatisch Reibungspunkte. Gegenteilige Meinungen und Einstellungen können wie unüberwindbare Mauern zwischen uns entstehen. Wir glauben dann gleich, mit diesen Personen nichts anfangen zu können, nicht mit ihnen auskommen zu können. Man macht sofort dicht. Der andere ist nicht meiner Meinung, also muss er automatisch ein Arschloch sein. Wenn man es jetzt aber schafft, diese unterschiedlichen Standpunkte zu akzeptieren, sich darüber auszutauschen und auch, naja, hin und wieder eigene Fehler einzuräumen, dann kommt man nicht nur dem Menschen näher, sondern auch der Erkenntnis. In solchen Communities fühle ich mich wohl. Dort, wo man nicht nur stur auf dem beharrt, was man zu wissen glaubt, sondern sich auch offen dem Diskurs stellt und anderen Meinungen gegenüber.